Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege Ranked. Und wir sind hier immer noch in einem Königsmatchen. Und ja, was bannen wir denn mal? Sag mal, das Stadion Bravo wollen sie unbedingt rein haben, oder? Also wirklich. Ah, gehen wir auf Bravo mit. Komm. Vielleicht bannen die anderen ja mal was anderes. Die Sache ist halt, Bravo ist halt sowas von scheiße, die Map, finde ich. Also sie ist gut, aber für Casual. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also für Casual ist sie geil. Für Ranked sehe ich nicht, dass sie gut ist. Ja. Deswegen wird sie aber auch dauerhaft gebannt. Also ich wüsste gerne mal die Bannraten von Maps. Ja, das fände ich mal interessant. Besonders jetzt, wo man mehr Auswahl hat. Also von daher, ja. Wen bannen wir? Fuse haben die gebannt. Wir sind auf... Ach, was sind wir denn für eine Map? Skyscraper. Nehmen wir Blitz, komm. Warum nicht? Im Fuse schon gebannt. Wir könnten in der Verteidigung einen Kajit bannen. Warum sollten wir das machen, ist die Frage. Wir machen es einfach. Ich meine, warum nicht? Ja. Also die Sache ist halt immer noch, ich sag's glaube ich in jedem Video in der Bannphase, ich brauche mehr Infos, ja. Ich habe nichts, worauf ich schlussfolgern kann, was die spielen würden, ja. Also überhaupt nichts. Clash wird eigentlich immer gebannt, außer im letzten Ranked Game. Wenn ihr das sehen wollt, guckt mal in der Beschreibung, da ist eine Playlist-Link. Oder am Ende des Videos, wenn ihr das Video erst zu Ende schauen wollt. Ja. Ist auch eine Playlist drin verlinkt, aber ja. Gehen wir mal mit Termit rein. Kann man nichts falsch machen. Ja, das ist das Schöne. Also ich finde, ein Main ist eigentlich immer gut, wenn es ein Main ist, womit man nie was falsch machen kann. Ja. Weil Termit kannst du überall gebrauchen, egal wo. Ja, das ist das Schöne, was ich daran finde. Ja. Und ansonsten, was haben wir noch so? So eine Sophia, eine Ashe kann man auch jedes Mal spielen. Aber ja, es ist halt so, vielleicht, wen haben wir denn so? Haben wir irgendeinen Operator, den man nicht jedes Mal spielen sollte? Weiß ich gar nicht. Mit Sicherheit haben wir welche, oder? Also eine Kali könnte man vielleicht mal sagen, ist schwierig zu mainen. Meiner Meinung nach. Weil brauchst du nicht immer. Ansonsten, wen hätten wir noch? Einen Fuse wäre wieder nervig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht fusen kannst, ist schon ziemlich hoch. Aber ja. Okay. Ein höher, das heißt, ich würde ganz gerne auf der anderen Seite spawnen. Ganz gerne darunter. Einfach aus dem Grund, weil ich bei den Dings hoch will. Ich will bei Gisha rein. Ja, die können da höchstens ein 5 seconds before insertion. Dings haben. Oh. Okay. Ich will mal ganz schnell wieder hoch. Gisha ist ziemlich stark gehalten. Das wird schwierig. Ich würde da zumindest gerne aufmachen wollen. Okay, da vorne ist zu. Das ist schon mal gut. Und da ist okay, dann machen wir mal auf. Ja. So. Okay. Wo sitzt er? Ich mag diesen Spot nicht. Ah, der Smoke ist gestorben. Von wem ist denn der getötet worden? Ach, die Ashe war hier schon. Oh, fuck. Damit hättest du nicht gerechnet, oder? Hehe. Wo?
Spook Drums und das Shitty Roof Inside. Ach, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Aber egal. Hm, schade. Bis dahin ging es eigentlich ganz gut, Leute. Da hängen einfach noch die Seile dumm rum. Haben wir irgendwelche Drohnen, die helfen? Nö. Ich hätte an meiner Seite bleiben sollen und dann in Party gehen sollen. Ja, stimmt, hätte ich machen sollen. Party hätten wir Control gehabt sogar, glaube ich. Aber das Problem ist, dann wäre ich da alleine wieder gewesen. Das wäre auch scheiße. Hä? Reaktionszeit ist auf jeden Fall am Start gewesen. Ja, ne, das machen wir nicht noch. Das machen wir nicht noch. Nee. Schade. Run out of time. Ich hätte drohen sollen. Ich glaube, ich hätte drohen sollen. Vorne. Ja, doch. Hm. Es wäre besser gewesen, wenn die Dings da nicht lang gegangen wäre. Die. Wer war es denn? Ach, keine Ahnung, wen auch immer ich da abgeschossen habe. Wäre besser gewesen, wenn die da nicht gewesen wäre. Weil dann wäre ich, glaube ich, wirklich in Party reingegangen und hätte versucht zu planen. Aber. Hm. Ja. Gucken wir mal, dass diese Runde besser läuft. Ja. Man kann ja nicht alles haben. Kann ja nicht immer perfekt laufen. Aber unser Team ist auf jeden Fall nicht inkompetent, sagen wir so. Ja, sie können ein bisschen was. Ja. Bisschen langsam eben für meinen Geschmack, aber ja. Weil ich meine, wenn ich sehe, ich habe noch 20 Sekunden und der Diffuser ist irgendwo am Arsch der Welt, dann muss ich ein bisschen Hände machen. Ist einfach so. Die Sophia hat den richtigen Ansatz. Der Lion hat ein bisschen länger gebraucht irgendwie. Also ich weiß nicht, was ist der Grund, warum man KD saved sollte in dem Game? Oder so. Also ich glaube jetzt nicht, dass der Lion KD gesaved hat, aber das sehe ich so häufig. Irgendwelche Leute, die einfach KD saven. Warum? Versucht doch wenigstens nochmal einen Dings zu machen. Also es schadet ja nicht, eine schlechte KD zu haben. Ja. Und wenn irgendwer der Meinung ist, ist scheiße, wenn man eine schlechte KD hat, dann kann man das doch einfach weglegen. Proceed to bomb's location and defuse it. So, ich habe sozusagen gerade das Pick rein. Mach da bitte nicht auf, danke. So, wo ist denn jetzt hier diese scheiß Tür hier vorne, Steve? Ich weiß nicht, kriegen wir da die Tür auf? Weg mit dir. War ein bisschen sehr vorhersehbar, würde ich mal sagen. Oh. Irgendwo hart links ist hier was. Oh, ich hab's noch aufgemacht, okay. Wo war der? Ah, lol, der ist da. Ah, schade. Aber die Tür ist offen. Aber sie nutzen es nicht, natürlich nicht. Hm. Schade. Wäre ein zu schönes Loch gewesen. Ja, hm. Ah, wenigstens habe ich meinen Job noch gemacht und habe die Wand da aufgekriegt. Haben sie ein bisschen weniger Platz zum Campen. Okay, das sind meine Leute, die hier rumstampfen. Irgendwo ist hier doch jemand prone. Hm, keine Ahnung. Irgendwie komisch. Down to one friendly. Geil. Und er betritt das Gebäude wieder nicht. Ist es der gleiche wie der Lion vorhin? Kann gut sein.
Ja. Geil. Op4 eliminated all friendlies. Ah, schade. Die hat einen guten Spot gehabt. Ja, gut. Der Smoke hat es gut gespielt und ich glaube, mein Team ist doch nicht so gut, wie ich dachte. Weil irgendwie hapert es eindeutig daran beim Reinkommen. Ich hoffe nur mal, dass es im Angriff dann Verteidigung weniger schlimm ist, weil da muss ja nicht reinkommen. Ich würde gerne aber mal wirklich reinkommen ins Gebäude, also nehmen wir mal Osa mit. Weil ja, dann kommen wir mit ihr vielleicht auch wirklich mal rein. Ja. Also, wie gesagt, das ist so gerade mein Problem. Wir müssen als Team irgendwie mal reinkommen in das Game, ins Gebäude. Und das schaffen wir nicht, da scheitern wir gerade dran. Weil, keine Ahnung, warum ich überhaupt Druck auf dieses Fenster da machen würde für so lange. Ja. Ich weiß nicht, ich gehe nie in so Fenster rein, die direkt on-site sind, außer ich weiß, dass es 100% safe ist. Weil es macht keinen Sinn. Weil da hast du so viele Scheißwinkel, in denen die sein können. Das ist halt ein Problem. Und wir haben Rüttel. Drone has located a bomb. Wie zum Teufel lebt meine Drohne eigentlich noch? Also, darf ich mir das mal wirklich ganz kurz fragen, wie das geht? Dass diese Drohne noch am Leben ist. 10 seconds before insertion. Und die anderen bleiben einfach draußen stehen, oder wie? Ja, gut. Warum 5 nicht? Seconds. So, Drohnen auf taktisch kluge Positionen zu bringen, haben sie alle noch nicht was von gehört. Also, du musst sie ja nicht im Gebäude haben, aber wenigstens irgendwie so, dass du das damit machen kannst. Oha! Das geht gar nicht mehr. Was ist das denn? Seit wann geht denn das nicht? Ich höre hier irgendwo wen rumtrampeln. Ich habe keine Ahnung, wer das war, aber der Typ ist tot. Und stampft da oben nicht mehr rum. Deploying Claymore. Ist das Made Me? You must recover the diffuser. C4, okay. Oh, da hinten! Oh! Aroni Barfum. Ah, schade. Aber wir haben einen recht guten Vorteil gerade. Für Man Advantage. Haben wir irgendwas an Drohnen? Nein, natürlich nicht. Wer sollte auch seine Drohnen nutzen? Ja. Oder zumindest irgendwo hinstellen. Ich wollte gerade sagen, schmeiß diese Scheiße endlich. Alter. So, 1 gegen 3, das sollte machbar sein. Okay, nice, haben wir. Gehen wir nicht, zumindest nicht komplett mit 3-0 Rückstand in der nächsten Runde. Okay, ich würde jetzt auch mal sagen, dass es ein bisschen glücklich war. Aber warum nicht? So, da... Karaoke können wir machen. Die Frage ist jetzt, kriegen wir ein bisschen Leute, die Ahnung haben vom Game? Ah, wir haben kein Bandit gekriegt, alles gut. Nehmen wir den mit. Jetzt ist die Frage, muss ich on-site spielen oder kann ich immer ein bisschen warm gehen? Weil eigentlich würde ich gerne warm gehen. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich würde ich gerne warm gehen. Wenn mein Team es aber nicht erlaubt, dann geht es halt nicht. Deswegen, das ist halt immer das Problem bei Solo-Queue. Du kannst halt nicht sagen, ich will warm gehen und irgendwer anders nimmt dann einen Hook mit oder so. Sondern du musst halt wirklich dich anpassen. So, machen wir mal hier hinten. Schon mal dicht. Dann passt das Ganze auch.
Und wir machen jetzt nicht den gleichen Fehler wie die anderen. Wir packen hier jetzt wirklich was dran, damit es hier bleibt. Dann nach da weiß ich nicht. Alter, wirklich. Okay, nice. Die ist down, da wird die Mio set up. Ach, ich kann der Mio kurz eine Dings geben. Mit der Batterie gehen. Und dann können wir hier hinten nochmal zwei dran bauen. Und das ist immer noch so komisch. Der Jäger kann seine Geräte da dran lassen, ohne Probleme. Das ist so komisch. Hier. Er stört mich so hart. Oh, die ist an der falschen Wand. Ups. Das ist auch ein Problem. Mit dem, dass man aus Versehen die falsche Wand da macht. Niemand will Geisha halten. Okay, dann halte ich es halt. Wenn es niemand hält, dann mache ich es halt. So. Warum habe ich einen Vehicle Ping auf Exterior Balcony? You have been exposed. You have been identified. Ah, er hat drauf gewartet. Aber hat mein zweiter Schuss nicht gesessen? Ja, danke, dass mein Schuss auch gerendert wird bei dem. Bei ihm wird... Oder gerendert sagt man nicht, aber... Trotzdem, wirklich. Ich hab geschossen, Kollege. Also... Schade. Sowas ist natürlich dann wieder nervig, aber... Kann man nichts machen. Aber ja, gucken wir einfach mal die Camps durch. Vielleicht finden wir ja mal was. Aber unsere Camps sind auch so scheiße. Was bringt uns diese Cam hier? Die bringt uns gar nichts. Also hätten wir nicht einfach eine Cam in Geisha haben können oder so? Also in der Insel ist für den Arsch. Ich weiß nicht, eventuell spiele ich beim nächsten Mal einfach weg. Auch wenn ich scheiße bin im Valkyrie Spot, aber ich glaube, ich spiele beim nächsten Mal einfach Valkyrie, weil unser Intel ist so für den Arsch. Diese eine Cam hier bringt uns eigentlich überhaupt nichts, weil sie sieht noch nicht mal die Default Plan Sachen. Also jetzt mal ganz ehrlich, die sieht noch nicht mal den ganzen Raum. Down to 15 seconds. Hinten ist nichts, oder? 10 seconds to go. Nee, hier ist nichts. 5 seconds remaining. In die Geisha oder wo sind sie? Nice, da vorne war sie. Okay, gut. Ich hab doch gesagt, Verteidigung klappt besser, da müssen sie nicht organisieren, wo sie hin müssen. Ja. Das Problem ist in unserem Team ist eindeutig die Koordination, wie man angreift. Ja. In der Verteidigung, wo man nicht mehr angreifen muss, geht nicht. Ja. Da ist vorbei. Aber im Angriff, da ist. Ja, kritisch. Nehmen wir Valkyrie mit, so wie wir gesagt haben. Was hat sie eigentlich? Impact oder Nitro? Nehmen wir Nitro. Ah, mal schauen, wie es so aussieht. Secure the bombs. Da habe ich schon mal gesagt, dass Ubisoft Connect scheiße ist. Okay, schmeißen wir einmal die Camp da unten rein. Also, eine Unzeit geht. Die hat dann zweite. Wie zum Teufel war das nicht da? Hier will ich zu haben. Jetzt ist natürlich die Frage: Wollen wir hier in der Ecke eine haben? Bei den Stairs? Eigentlich ja. Eigentlich hätte ich ganz gerne eine bei den Stairs hier. Down to 10 seconds. Der geklaut.
Ah. Down to 5 seconds. Geht da oben in den Topf rein. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Station bei Ping 4, please. Okay, dann machen wir mal hier oben in die Ecke eine. Ah, die ist nicht gut gelandet, aber passt. Die setzen wir uns mal kurz hier oben hin. Checken kurz die Winkel, die machen kann. Weil hier habe ich den recht gut im Blick. Mit der habe ich die Treppen recht gut im Blick. Und mit der habe ich zumindest eine Seite im Blick. Ja. Also jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Intel. Spotted by Scan. Okay. Frage, wo sind die? Reloading. Ah, lol. Wo kam der Typ gerade her? Okay. Wie viel ist er der zurzeit? Okay. Loading new magazine. Fuck, die hing da oben. Oh nee. Ey, ich dachte, sie hängt oben weiter. Ah, schade. Das war dumm von mir. Das war so ziemlich das Dümmste, was ich je gemacht habe. Ich hätte einfach die C4 rausschmeißen sollen. Winker und Diana sind da jetzt. Ja, das war professionell von dem Typen. Also wirklich Profi war der. Bomping. 10 seconds to go. 5 seconds left. Planting on ping 2. On ping 2. Okay, gut. Die Cam war ziemlich gut, glaube ich, jetzt am Ende. Alter, da sieht man das Leuchten an der rechten Ecke mit der Cam. Aber man sieht den Ping gar nicht. Hey, man hat den Ping mal gesehen. Aber jetzt anscheinend nicht mehr. Hm. Ah nee, das war nur in Todesanimation, nicht im Endding. Okay, gut. Aber das war doch mal ein guter, Plantinai hier. War die Cam gerade so eben drin. Machen wir nochmal Valkyrie. Ich mag ihre Waffe und ihre Gadgets sind mir halt ein bisschen... Ja, ich mochte sie damals extrem nicht, weil man immer die Outside-Camps gemacht hat. Und die konnte ich nicht. Ja? Ich hatte keinen Bock halt erstmal sonst was für eine Flugbahn auszuberechnen mit was weiß ich nicht für Parametern. Mit dann Sprinten und dann Schmeißen genau in der Sekunde, damit du genau die eine Lampe da triffst außerhalb. Da hatte ich keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Von daher, ja, habe ich sie immer gemieden, ein bisschen. Hier drin brauche ich eigentlich keine Cam, hier drin auch nicht, oder? Brauche ich hier drin eine Cam? Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Also, die aufschießen? Ja. Alter, geil. Camera feed up and running. Das ist auch nicht schlecht, ja, dass man da eine Dings aufschießen kann. Brauchen wir hier drin eine Cam, ist die Frage. Wenn ich mich hier drunter schmeiße, bringt die uns was? Ja, die bringt tatsächlich was. Versuchen wir die mal ein bisschen weiter nach hinten zu schmeißen. So, okay, jetzt sieht man die auch nicht vernünftig. Man sieht vernünftig hier drin. Und dann würde ich gerne hier drin noch haben. Camera in position. Deploying field.
So. Ganz kurz die letzte angucken. Boah. Die ist nicht schlecht. Man sieht recht gut hier den Vorplatz. Using shield. Und dann passt das. Shall go now. Jetzt ist natürlich die Frage, von wo kommen die? Da vorne ist was. Okay, wir haben... Warte mal, wir haben da noch die Hatch. Erinnerst du dich dran, dass hier ein Loch ist? Ne, ich bin weg. Das wird mir zu bunt. Die Drohne war gerade der Killer sozusagen. Ziemlich gut, was Drohnen angeht. Weg mit der Drohne. Das war gerade ziemlich gefährlich. Weil er drunter mein Mate direkt sah. Ah, fuck, sie wussten es aber beide. Ah, schade. Und dann halten wir mich hier draußen ein bisschen, obwohl hier halten die noch recht gut. Jetzt haben wir wirklich ziemlich viel Intel. Ja, du geilst aber. Okay. Ausgleich sozusagen. Scheiße. War ich der Einzige, der Top-Floor gehalten hat? Und von wo kam das? Großer Inside, ey. 10 seconds to go. On pink sledge. 5 seconds remaining. Osa planting an A. One friendly operator remaining. Mission critical, bomb defuser activated. Ey, warum guckt ihr überhaupt nach da hinten, wo er hingeguckt hat, Alter, wirklich? Also wo zum Teil hat der hingeguckt eben gerade beim ersten Mal? Ich meine, sie haben sich's gut aufgesetzt, aber... Ah, schade. Die Camps waren aber nicht schlecht. Also ich mochte vor allem die da unten im Schrank. Die waren wirklich gut. Die On-Site war scheiße. Das gebe ich zu. Aber die im Schrank da unten war nicht schlecht. Ja, die On-Site hätte ins Untere gesollt, glaube ich. Dann wäre sie besser aufgehoben gewesen. Ah ja, mal schauen. Wir haben aber jetzt eine scheiß... Aufstellung. Wir sind in der Verteidigung besser und wir haben zweimal Angriff. Und hier einmal und nur einmal Verteidigung. Das ist jetzt natürlich kritisch. Die Frage ist jetzt, können wir diesen Fluch sozusagen, dass die Verteidigung stärker ist bei uns, wegmachen? Ah, wir spielen auch gegen einen mindestens Two-Stack. Ja. Aber ja. Ist auch egal. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eben gerade... waren es die beiden? Ich glaube. Das waren Osa und der... Gerade. Und wieder zurück. Ich würde trotzdem gerne mal bei Gesha vorbeischauen. Fuck. Da war noch irgendwer drin. Ah, aber ich versuch's einfach mal. Sie haben zumindest Reinforced. Dann habe ich da wenigstens einen Job. Und ich habe natürlich mal wieder die Diffuser gekriegt. Oh, ich bin hier hinten gespawnt. Das war riskant. Ich mag's eigentlich nicht, hier hinten zu spawnen. Ups, falsches rein. Ups.
Ey, wirklich schlimm auf dieser Map teilweise. Da unten raus zu pieken ist auch eine interessante Spawn-Peak. Weil damit rechnet das keiner. Oder da oben. Na, komm ich hier außerhalb der Reichweite mit. Komme ich irgendwo anders vernünftig ran an das Gebäude? Nee, oder? Stand clear. Wo war der Sound davon? Dürfte ich das mal ganz kurz... Wo war der Sound von diesem C4? Hä? Also, da war doch kein Sound vom C4. Beim besten Willen nicht. Aber beim besten Willen, das C4 war nicht da vom Sound her. Alter. Schlimm. Ja, okay, das ist kritisch. Zumal die Force-Map da gefährlich ist, da kommt sie nicht raus. Das ist ein 1 gegen 2. Und wir haben auch keinerlei nützliche Drohnen. Wer weiß es auch, dass die Hibana nicht zu retten ist. One friendly operator remaining. Wow. Op 4 eliminated all friendlies. Schade. Diese Bewegungsmelder waren interessant platziert, aber da hinten. Muss man eben lassen mit dem Dornholder unten. Ah ja, Die Frage ist, warum ist er überhaupt da hinten lang gegangen? Gehen wir nochmal auf Karaoke. Bandits war nicht schlecht. Wir haben eine andere Valkyrie diesmal schon. Und dann passt das. Na gut. Mal schauen. Können wir das noch drehen oder nicht? Das ist jetzt hier die Frage. Ich hoffe, unsere Valkyries werden halbwegs vernünftig werden. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Secure the area. Keep the bombs protected. So, machen wir hier auf. Auf, sag ich schon zu. Ich habe halt nichts, um hier die Wand zu Bombs aufzumachen. Das wäre also auch interessant. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das aufhaben will. Dann haben wir hier hinten. Dann möchte ich dann zumachen. Die soll auch bitte zubleiben. Und ich glaube, Mute wäre die bessere Wahl gewesen, tatsächlich. 10 seconds remaining. So, so. Komm, du zählst doch bitte für die rechte Wand. Ja. Und eine habe ich noch zu verschenken. Nehmen wir mal die hier in den Ecke. Okay, lol. War der schon auf gleicher Höhe gerade? Dieser Peak hier ist immer noch so ekelhaft. Wenn irgendwer an diese Tür ran will, ist er so ziemlich genau tot. Deswegen mit dieser Tür müsst ihr extrem aufpassen, wenn er als Angreifer rangeht. Ah, das ist knapp gewesen. Was liegt der da unten? Oh Gott, Suiga ist downstairs. Ich bin aber sowas von weg. Oh, fuck.
Ah, schade. Wusste er, dass ich downed war? Nee. Das ist so random gewesen, ey, wirklich. Wie kann man so viel Glück haben wie der Typ? Ah. Schade. Ich wüsste auch gerne mal, wie viel Schaden der Dings hätte. Ja, okay, das war's mit der Webcam. Ja. Das wird knapp, glaube ich. Wir haben zwar noch recht viel Intel, aber nichts Nützliches. Die Drohnen, die Mainstairs. Ja. Sledgejumping tun. Sledge kriegt hier seinen schönen Live-Ping. Down to 15 seconds. Ja, er muss halt hier hochkommen. Komm, hier ist vernünftig auf Zeit und dann passt das. 5 seconds left. Two guys in A. Ah, schade. One nice. 4 remaining. The bomb is here. Okay, das war close. Das war sehr, sehr, sehr close. Weil Typ meint sehr, sehr gerne Hipshots. Hipfire-Shots. Oder? Also, ganz ehrlich. Der mag Hipfire. Kann man sich mit der Waffe aber auch erlauben. Aber trotzdem. Okay, so, dann mal schauen. Vielleicht kriegen wir diese Angriffsrunde ja vernünftig hin. Wenn nicht, wäre schade, aber... Boah, kann man auch nichts machen. Jetzt ist die Frage, wen nehmen wir mit? Ich glaube, wir nehmen eine Osa. Oder? Ja, wir nehmen eine Osa mit. Dann können wir uns ein bisschen absaven. Und dann passt das. Ein Termit haben wir auch nochmal mit. Okay, so passt das. Ich meine, wir haben so oder so keine Chance auf MVP jetzt noch zu werden. Also Termit wegen Elite Skin oder so bringt es auch nicht. Also von daher, ja. Bleiben wir bei der Osa. We need to locate a bomb. Jetzt ist die Frage, wo werden sie hingehen? Hier unten hin. Ah, schade. Das war's mit meiner Drohne. Aber wir wissen zumindest, wo sie sind. Die Frage ist, bringt mir da eine Osa irgendwas? Oh, warte mal. Nein! Warum ist Fuse gebannt? Oh Mann. Dann nehmen wir einen Sledge mit. Dann gehe ich oben hin. Oder ja, nehmen wir einen Sledge. 10 seconds. Gut, dann haben wir auch Nades. Dann passt das. Ey, Mann, ein Fuse wäre so schön gewesen jetzt gerade. Och Mann, da will man einmal Fuse spielen und dann warten. Gibt's noch kein Fuse. Okay, gehen wir mal hier hoch. Und hier ist das Fenster zum Reingehen. Drone activated. Einmal kurz rein, Dorn. Ist hier was? Drone activated. Hier hinten sieht es halbwegs clear aus. Wie sieht es in Gesha aus? Oh, was ist mit dem Thermal passiert? Oh. Frost in Gesha. Hier eine Rotation. Ah, die hat hier eine offene Hedge. Was probably in Kitchen. Oh, somewhere wanted. Okay, jetzt. Device ready!
Na komm her. Problem ist halt jetzt, wir müssen den Diffuser holen. Der Diffuser ist eine ziemlich lange Reise. Ist der draußen oder drin? Ich mag die Richtung, die er den schmeißt. Mein Device ist ready. Ja, gut, das war's. Wo war der? Ah, da! Ja, gut. Ja, kannst vergessen. Die haben Turtles Strat gemacht. Eine ziemlich gute. Ein Roamer, der Rest hat geturtelt. Ja, muss man ihn lassen. War ein gutes Spiel. Ah ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in eventuell noch einer Folge wieder. Oder? Wie viele Einwanderungsmatches brauchen wir noch? Ich weiß gar nicht. Wie viel haben wir noch? Steht es hier irgendwo? Nee, steht hier da gar nicht. Wow. Ja gut, egal. Auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Einwanderungsmatch hoffentlich noch wieder. Und dann will man sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.